Und damit herzlich willkommen zurück bei Europa Universalis 4. Ja, Mathematik-Genies, aufgepasst, 20 Jahre dauert die Verwestlichung. Ja, das ist ja auch voll schwer auszurechnen. Das ist nicht witzig. Wo war es denn eigentlich jetzt nochmal? Ja, also irgendwo war das nochmal. Da, Verwestlichung. Man braucht ja 2400 Machtpunkte. Also 10 Machtpunkte pro Monat. Das Jahr hat 12 Monate, also 120. In 10 Jahren 1200 und in 20 Jahren 2400 Machtpunkte. Ha, ist das nicht herrlich? Ja, also ich meine, das ist natürlich wirklich sehr, sehr schwer auszurechnen. Aber es ist sauteuer. Und wir brauchen halt eben diese 8 Punkte Unterschied, die wir hundertprozentig nicht haben. Ich werde mal trotz alledem Vorsicht walten lassen und wir werden mal gucken. Oh, wir haben unseren Admiral verloren. Das ist natürlich eher schlecht, ne? Schlecht, oder? Ja, die haben tatsächlich keinen mehr. Admiral sollte man in der Regel immer haben, weil ansonsten schlecht. Okay, wir werden jetzt natürlich erstmal die Schiffe, die hier oben herumdümpeln, runterholen. Und irgendwie habe ich meine Handelsflotte verloren, wie ich sehe, was mir nicht gefällt. Zumindest aus den Augen. Halt so. Und so. Und so. Und die Schiffe habe ich, glaube ich, versehentlich an den Hafen geschickt, ne? Ah, da. Nicht, dass ich die mit dazu schicke, aber das habe ich, glaube ich, jetzt oft genug erwähnt, dass das eine schlechte Idee ist. Was für Missionen hätten wir denn? Religiöse Einheit? Ja, meinetwegen können wir mal machen. Der Krieg wird jetzt eh länger dauern als Dings. Genau, und dann können wir nämlich mit der Verwestlichung gucken, wie es denn aussieht. So, ihr bekommt einen Le General und geht da rein. Ihr geht da rein. Ihr geht da rein. Ihr geht da rein. Ansonsten. Geht ihr da rein. Ihr geht nach Kiew. Ihr kommt nach Minsk. Dann wäre aber unsere Hauptstadt nicht mehr Moskau. Das wäre natürlich auch blöd. St. Petersburg. Neva, wo war es denn? Hier oben irgendwo, ne? Neva? Nee, halt da. Hier. Neva, St. Petersburg. Ist doch klar. Würde ich mal so sagen. Gut. Sehr schön. Hier, sehr schön. Okay, interessant. Was haben die denn da? Na, wir könnten die Schiffe eigentlich mal dazu holen, ne? Wäre nicht verkehrt. So, wir haben dann zwar so einen kleinen Mali gegen mit unseren Schiffen, aber okay. Dann bitte zusammenfügen. Hat es hier drin jetzt noch eine große Flotte irgendwo? Nö, ne? Dann würde ich sagen, holen wir die ganzen Schiffe mal hier rein. Da unten ist noch nichts. Da haben sie einen Haufen Galeassen, ne? Das ist ein bisschen arg kontraproduktiv. Aber ich bin mir sicher, das kriegen wir dann auch irgendwo noch gebacken. Darüber. Sehr schön. Die zwei Schiffe gehen damit rein. Boah, haben wir eine Flotte. Darauf kann man ja stolz sein. So, und hierhin. Und ich glaube, Russland, ich habe es mal nachgegoogelt, hatte erst ab dem 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, eine richtig große yes, baby. Geht mal da rein. Die wollen da nicht reingehen. Die wollen zu mir. Die Schlacht von Kiew da drüben. Okay. 1, 2, 3, 4 Belagerungen bitte. 1, 2, 3. Genau. 3000 Mann dahin. 3000 Mann dahin. Und 3000 Mann dahin. Die haben kaum Moral. Von daher meine Leute allerdings gerade auch nicht. Eine Belagerung abspalten, dahin gehen. So. Hier sind wir schon da. Fast dabei.
Perspektive, wir könnten es natürlich anders machen. Bleibt da gerade stehen, Lagen abspalten und dann da reingehen. Dann halten wir hier zumindest alles aufrecht. Die Flotte bitte zusammenfügen. 71 Großkampfschiffe, das ist Wahnsinn! So, jetzt ist natürlich die Frage, wann kommen die denn hier an? Am 3. Januar, wann verlassen die uns? Die verlassen uns am 28. Dezember. Das bedeutet, wir schicken die mal darüber. Die sind ja ebenfalls dieselbe Technologiestufe wie wir. Dann hätten wir 62.000 Mann. Was für ein General haben sie denn? 3,6. Wir haben 4,5 und 4,5. Also das nimmt sich gar nichts. Da sind wir auf der sicheren Seite. Und dann wollen die natürlich nach da oben gehen. Das ist eher schlecht. Das bedeutet, wir holen die vielleicht auch eher nochmal ganz kurz nach Hause zusammenfügen. Weil kein General und so. Und dann jagen wir hier gerade mal diese 52.000 Mann. Speichern. So, und die kommen allerdings auch mit rüber. Böhmen. Ah, sauber. Sauber da rein. Dann dürft ihr hier bleiben. Und dann fangen wir an, die zu belagern. Dann bleibt ihr hier. Belagerung abspalten. Eine hätte ich eigentlich nur wollen, nicht zwei. Zwei wäre Schwachsinn. Von wo auch immer. Dort oben. War ja eigentlich fast klar. Beziehungsweise bleibt man da stehen. So, die Schiffe bitte zusammen. Die Flotte habe ich gesagt hier rüber, aber die habe ich wahrscheinlich vergessen. Das Schiff darf noch dahin und das noch. Dann haben wir 9 Großkampfschiffe gegen 13. Mal den Vorteil. Wir schicken auch das Schiff noch mit rüber. Es sieht, denke ich, soweit ganz in Ordnung aus. Sehr schön. Dann würde ich sagen, eine Belagerung braucht ihr gar nicht abspalten. Die 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das kriegen wir hin, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Üslep. Dann dahin, dorthin, dorthin und... Jetzt muss ich warten, jetzt habe ich mich doch da einmal verzählt irgendwo. Patwa, da unten. Okay, die hauen ab. Das schaffen wir auch. Das bedeutet allerdings, wir müssen hier noch eine Belagerung abspalten. Die gehen rüber nach Kursk. Das werden wir zu verhindern wissen. Erstmal darunter würde ich sagen. Und dann laufen sie aber auch blöd, ne? Das haben wir gewonnen. Sehr schön. Ja, dann müssen wir trotz alledem die Armee hier gerade mal ein bisschen zerkloppen. Dann gehen die einfach nach Kursk, jagen da die 3000. Könnt ihr hier noch eine Belagerung abspalten? Super, das läuft doch wie am Schnürchen. Jetzt haben wir da 13 Großkampfschiffe. Das gefällt, das gefällt. Damit hätten wir ja da unten die... Jetzt ist die Frage, wenn ich die 13 dort unten reinstelle, haben wir hier die ganzen Häfen. Naja, eigentlich nur die beiden. Bringt mir nicht so viel. Allerdings 3 Handelsschiffe. Ich gehe das Risiko mal ein und park die da unten. Die sind halt im Vorteil. Zusammen. Ihr geht bitte mal dahin. Dann holen wir die noch dort runter. Und dann haben wir da auf alle Fälle Safety First. Weil im Binnengewässer braucht man dann halt wirklich einen Haufen Schiffe mehr. Also für normal macht man es halt wirklich nicht. Ne? Das ist keine gute Idee, was ich da mache. Aber Masse statt Klasse wirkt sich da natürlich auch recht positiv aus. So, die gehen da runter und machen die mal kaputt. Ist wichtig. Das macht Böhmen schon. Sehr schön. Und dann dürfen die darüber. Und die gehen mal darauf. Ich weiß nicht, was die jetzt vorhaben. Die wollen nach Polsk. 26. 26. Da hauen die uns nochmal ab. Nee, doch nicht. Okay. Aber man verstehe ich das nicht, ob es jetzt am selben Tag heißt, derselbe Tag. Oder ob es am selben Tag dann heißt, nee, sie dürfen dann doch woanders hingehen.
Mit wem seid ihr denn so im Krieg? Mit Spanien? Ja, meinetwegen, wenn ihr meint. Okidoki. Dann machen wir das mal anders da. Burgund. Das ist jetzt natürlich eher wieder schlecht, ne? So viel meine Hamse nicht. Gewaltmarsch. Und darüber. Ihr kommt ebenfalls mal mit dorthin. Dann helfen wir den Burgunder Böhmern einfach mal. Da kommen aber auch nochmal 29.000 Mann mit dazu. So. Das wird eng. Das wird eng wie eine Saftpresse. Puh. Sei gehen. Okidoki. Die 29 gehen bitte mal darüber. Die 32.000 Mann werden hier unten gebraucht. Keine Platz für irgendwelche Spielereien. Die 26.000 Mann werden hier in Holstein mal ein klein wenig machen. Da haben wir, glaube ich, die Flotte verjagt. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Dann schicken wir die Flotte einfach mal wieder darauf. Schade. Ne, eine Schlacht gab es nicht. Ansonsten wären da so ein paar Prozente von den Schiffen weg, ne? So. Wie sieht's aus? Die Schlacht haben wir gewonnen. Ah, sauber. Sauber. Ja, da haben wir natürlich jetzt wieder ordentlich eingesteckt, ist ganz klar. Leider, leider. Das bedeutet, wir schicken die mal zum Regenerieren nach Hause. Das machen wir allerdings wieder aus. Die 25.000 Mann schicken wir mal nach Ratibor. Warum denn nicht? Soldaten kann man nie genug haben, meine ich ebenfalls. Und diese kleinen Hanslich-Armeen, die werden wir jetzt alle mal ein bisschen aufreiben hier. Mit unseren 26.000 Mann, die eigentlich gar keinen General haben, was natürlich schlecht ist. Dann kriegt ihr halt mal... Eigentlich ist das gerade eine Verschwendung. Eigentlich ist das gerade eine Verschwendung. Drei Sterne General. Bam. Damit werden wir jetzt so ein bisschen mal durch die Truppen hier heizen. Ach, guckt euch das mal an. Dann gehen wir mal darunter. Oh, ein Berater ist frei. Da haben wir gar keinen Gescheiten da. Ätzend, dann nehmen wir halt ihn. So, wir haben irgendwo bei Hamburg eine Schlacht gewonnen. So, die gehen da runter. Da standen welche drin, habe ich ihn total übersehen. Ja, ich glaube, Burgund kriegt hier gerade auch ordentlich einen auf den Deckel. Ist Burgund jetzt eigentlich nur in diesem einen Krieg drinnen? Nein, das Osmanische... Oh, Burgund, du suchst dir aber deine Leute gerade gut aus, hä? Yes. Dann würde ich die 16.000 eher ungern angreifen. Auf der anderen Seite, was ist das für einer? Das ist halt immer noch so ein bisschen die Gefahr, dass wir da trotz alledem was auf den Deckel kriegen. Ja, kommt darauf. Darauf. Oh. Schlecht. Sehr schlecht. Die habe ich übersehen. Sehr schlecht. Wir haben hier halt Mali, aber trotz alledem kriegen die hier voll eins auf den Deckel. Wow. Also, dann ist das fast schon egal. Dann ist das ja fast schon egal. Aber unten die 41.000 Mann, die machen mir gerade so ein bisschen Angst. Wer geht denn da alles mit? Ein Haufen. Komm, auf. So. Ja, die haben sogar noch ein Flussüberquerungs-Mali mit dabei. Nein, wir nehmen das da. Weiter rauf. Die müssen sich jetzt hier unbedingt regenerieren. Das ist ganz wichtig. Sehr schön. Und dann bitte dahin.
Wie sieht's hier eigentlich gerade aus? Ganz gut soweit. Hier sind wir auch soweit ganz in Ordnung. Okidoki. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob ich den 3-Sterne-General da vielleicht nicht irgendwie mal umsetze. Das bedeutet, die schwedische Flotte ist allerdings schon versenkt worden. Da unten hat Burgund ein paar Schiffsche. Ach, die wollte ich ja noch für irgendwas gebrauchen. Ihr könnt eigentlich mal dann da runter schippern. Die 4 Schiffe sollten wir eigentlich auch ohne... Wir machen das anders. Ihr fahrt da runter. Und mit denen 8... Mit den 8... Können wir hier irgendwo was gescheit... Ja, wir fahren mal dahin. Weil Belagerungen mit Schiffen oder Blockaden mit Schiffen darf man auch nicht vergessen. Die sind halt auch saugut. Wie sieht es denn eigentlich mit unserer Überdehnung aus? Ich wollte da ja vorbeigucken. Das dauert noch. Das kriegen wir... Was? 69? 68? Nein, nächstes Jahr. Die will ich haben. Die will ich auf alle Fälle haben. 72 Schiffe? 42 Schiffe? Yay. Ist das eine Handelsflotte? Ist die Frage gerade. Pinsk! Sehr schön. Zusammenschließen und dahin. Dann können wir die 32.000 Mann hier hinholen. Dann können wir nämlich hier auch schön weitermachen, beziehungsweise umgekehrt. Ihr geht in den Böhmerwald. Ihr geht da rein. Ihr geht in die Oberlausitz, genau. Ich denke, das macht am meisten Sinn. So, das sind immer noch die Schiffe da. Die 19.000 Mann gehen mal nach Holstein. Halt! Nein. Erstmal hier die Hanseaten vernichten. So, Geld kann man nie zu viel haben. Das ist meine Rede. Achso, die sind nicht fertig. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Zeigen. Dort oben. Okidoki. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der Krieg hier macht gerade echt Laune. Der Krieg macht echt Laune. Zeigen. Voll so viel Schiss gehabt, ne, vor Burgund und jetzt im eigentlichen Sinne, na, meistens zahlt sich's halt echt nicht aus, muss man einfach dazu sagen. Okay, ihr geht mal dahin, hier, ach, die 63%, das warte ich hier direkt ab. Ich sollte vielleicht nicht das Militär ausgewählt haben. So. Komm, ich krieg's doch eh mitgeteilt. Nein, wir werden nicht in irgendwas hineinstecken. Dort unten. Sehr schön. Ihr kommt bitte mal mit da rein. Gut, Burgund muss ich jetzt dann natürlich auch gut zurückziehen. Man sieht ja hier immer wieder diese Kanonen. Da werden sie halt gerade beladen. Oh Gott, überall das Osmanisch Reich. Jesus, Maria und Josef. Gut, ich habe auch nie irgendwas gegen die getan. Ne? Also von daher ist, muss man dann halt auch so fair sein. Wow, da haben wir ja gerade alles geholt. Fast alles. Dann ab nach Litauen, denn da sind 1000 Mannen auf dem Weg. Und ihr geht bitte mal da rein. Die wollen versuchen, sich da irgendwie irgendwo wieder zusammenzufinden. Allerdings 1000 Mann, das nutzt denen gar nichts. Ab nach Britna, kommt, geht dahin. Die holen wir uns auf diesem Wege. Ihr dürft auch darüber. Mein Gott, macht mal ein bisschen schneller. Wollen die 1000 Mann hin, frage ich mich nur. Wo ist denn eigentlich mein Super-Le-General? Wir werden... Smeland haben wir. Wir haben Kursk. Wir gehen jetzt dahin, dürfen wir noch nicht. Das ist jetzt blöd, ne? Frage, dürfen wir durch euer Land? Liebe Kölner, ihr seid echt super nett. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr irgendwas mal reißt. Zu viele diplomatische Beziehungen, wissen wir. Wissen wir alles. So, Belagerung abspalten, da reingehen. Die 26.000 Mann zusammen. Dann warten wir, bis die dort oben soweit fertig sind. Heieiei. Liebe Stimme, lass mich jetzt mal nicht im Stich. Die Schlacht in der Ostsee ist vorbei. Okay, irgendwelche Schiffe, die da im Wege waren. Wo bleiben die denn mit ihren 41 Schiffen hier? Mensch, ist doch nicht witzig.
Ah, die können... Nee, das sehen wir ja, ne? Ja. Sei gehen. Ist jetzt ein Witz, oder? Das nützt euch so viel wie gar nichts. Und das ist schon viel. Pinsk, genau, das war das da. Rüber nach Bresk. Da sind gerade verrückte Litauer unterwegs. Die werden wir mal abfangen. Hoffe ich. 6. Mai, nein, das hat mir aber nicht gereicht. Erhalten, was soll's. Darüber. So, Belagerung abspalten. Darauf. So. Wie sieht's denn da aus? Ja gut, da kriegen sie halt echt gerade eine ordentlich auf den Sack. Ich meine, die werden hier die auch ordentlich zerschlagen. Ne? Ich meine, das Osmanische Reich hat da ohne irgendwelche Verbündeten überhaupt keine Chance. Das war das. Okay. Das ist einfach nur wichtig, dass ich hier die Leute gerade so ein bisschen wieder zusammenhole. In die Armee investieren oder zwei Grundsteuer. Zwei Grundsteuer ist natürlich wesentlich besser. So... Zusammenfügen, senden. Sehr schön. 30.000 Mann, die schicken wir hier runter. Da oben haben wir sie erwischt, dann ab nach Litauen. Wo wollen die denn hin? Die wollen nach Plock. Dann gehen wir auch nach Plock. Dann gehen wir halt dahin. Wir kriegen euch, wir kriegen euch. Keine Sorge. Ist es eigentlich dann ganz samt Polen-Litauen schon? Wo wir dann da hier belagern? Ja, mehr haben sie gar nicht mehr. Mensch, 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 Mensch. So, wie sieht's denn da aus? Wir gehen hier natürlich rüber. Ich will die 12.000 Mann haben irgendwie. Darunter. So. Sehr schön. Und jetzt werden wir hier diese Armee schnell noch jagen, wenn denn die Schlacht da vorbeigeht schnell genug. Wobei ich glaube, die dürften uns ein bisschen zuvorkommen. Komm, 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 komm. Da, nicht hinten alle rein. Na, wir warten, bis sie fertig sind und rein. Sehr schön, die haben keine Moral, deswegen kriegen wir trotzdem voll eine auf den Deckel. Ja, die Idee war eigentlich ganz gut, die Umsetzung war nur ganz schlecht, würde ich fast sagen. Ihr kriegt mal... Achso, halt, ja, stimmt, ich muss ja eh erst warten, bis sie auf dem eigenen Territorium sind. Aber der Krieg läuft eigentlich verdammt gut, muss man sagen. Wir werden halt jetzt wirklich versuchen müssen, hier Burgund so gut es geht, dann... Och, Gottchen. Von Watzer haben wir gewonnen, ab nach Berg. Wir müssen jetzt natürlich hier Burgund, so gut es geht, natürlich belagern. Und ich glaube, die werden da nicht glücklich werden. Ich glaube, die werden da echt nicht glücklich werden. Worauf wartet denn ihr eigentlich? 60.000 Mann ab rüber. Die Rebellen, loyalen Anführer. Nee, 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 nee. Moment, Moment, Moment. Das machen wir so. Safety first. Ich will da nicht irgendwo große Verluste haben. Ihr geht nach Skone. Wo ist mein 3-Sterne-General? Der ist da, halt, da belagern wir. Kein Anführer. Die da hier. Ah, die haben gar keinen Anführer, das ist gut. Dann kriegt er den da. Dann haben wir das doch eigentlich ganz gut, denke ich, in den Griff zu kriegen. Sieht irgendwie lustig aus. Also wir werden hier das Weltbild natürlich noch schön verändern. Ah, perfekt. Dann geht bitte da runter nach Litauen oder Kaunas, wie auch immer. Kaunas. Kaunas. Oh Gott, im Himmel. Sehr schön. Ihr geht mal nach Brunswick. Autosave. Ja, nerv, nerv, nerv. Weg da. Halt, da sind meine Mann. Ich habe nicht 70.000 unten stehen. Hier wird auch immer besser. Ach, euch schicke ich einfach mal nach Moskau. Ich kann euch da hinten unten gerade auch nicht gebrauchen. Ihr kommt da hin, genau. Okay, super Angelegenheit.
So, was mache ich eigentlich hier oben? Komm, die schicken wir mal da rein. Dann haben wir da auf alle Fälle Safety First. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist diese große, blöde Flotte? Das würde mich echt saumäßig interessieren. Deswegen schicke ich hier mal meine Schiffe so ein bisschen rum. Sehr schön. Wir haben keine Schiffe erobert. Ich will jetzt eine Seeschlacht haben. Guckt euch an, England. Das geht eigentlich. Das sind eigentlich ein Haufen zwar große Schiffe, aber nicht das, was ich gedacht hätte. Wow. Ohne Worte. Ohne Worte. Oh, wir erleiden Zermürbung. Ja, wenn man zu weit auf Meer ist, erleidet man Zermürbung. Ich glaube nicht, dass wir diese Flotte irgendwie, irgendwo, irgendwann logisch bekommen. Schade eigentlich. Ich habe mich gefreut. So macht mir das Spiel das Ganze so ein bisschen zunichte. Okay, dann werden das halt so ein bisschen meine Anti-Aggressionstrüppchen. Darüber bitteschön. Wenn schon, denn schon. Und was ich natürlich nicht vergessen darf, ist hier vorne, wie viel Mann sind wir? Ja, damit lässt sich ein bisschen was reißen. Damit würde sich ein bisschen was reißen. Also die Ottomanen fangen hier unten schon an. Allerdings, ich sehe keine weiteren Belagerungen. Was hat denn Böhmen denn? Böhmen, sage ich schon. Burgund denn noch so an. Wow, die Osmanen haben auch nicht was auf den Deckel bekommen. Die haben hier echt ordentlich verloren in dem Krieg. Burgund hat auch noch 52.000 Mann. Ich meine, solange wir diesen General haben, ich predige es ja eigentlich immer wieder, dass man solche Leute dann natürlich dann auch einsetzen muss. Ganz klar. Und das werden wir jetzt auch tun. Ab nach dorthin. Sehr schön. Nach da unten. Ich meine, jeden Mann, den wir den jetzt da abnehmen, haben sie halt weniger zur Verfügung. In die Schatzkammer stecken. Klingt irgendwo auch logisch, glaube ich, oder? Darüber. Mich würde interessieren, wo die sind. Da unten wird nichts belagert, weswegen Burgund schon mal nicht ist. Solange man die Armee nicht sieht vom Feind, ist es immer besonders schlimm. Und ich bin gerade so voll im Zockwahn und ich sehe, wir sind schon wieder total am Ende. Von daher bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit einschalten werdet. In diesem Sinne, baba!